Bereits zum 9. Mal fand heuer die Kunstmesse Linz in der Landesgalerie statt. Sie unterscheidet sich von ihrer Geschichte, der Konzeption und der Organisationsstruktur von allen anderen Kunstmessen in Österreich. Was im November 1999 vorerst als Abschluss der Veranstaltungsreihe Die Kunst der Linie gedacht war, erwies sich als großer Publikumserfolg und gleichzeitig als Geburtsstunde der Kunstmesse Linz. Herr Sonnberger, Kunstmesse, was gefällt Ihnen persönlich dran? Ja, ziemlich viel eigentlich. Erstens einmal, dass das Landesmuseum mit den Verantwortlichen alle Galerien einlädt, um hier wirklich einen ganz, ganz breiten Querschnitt durch die österreichische Kunstlandschaft anzubieten. Und mir gefällt vor allem auch die Idee, dass jeder Aussteller oder jede Ausstellerin auch junge Künstler dabei haben muss. Also man lernt auch wieder neue, interessante Künstlerinnen und Künstler kennen. Und ich glaube, diese breite Schau kann sich wirklich sehen lassen. Ich finde, die Kunstmesse gibt es jetzt seit 9 Jahren. Ich finde es eine wichtige Institution für Linz und für Oberösterreich an sich. Es ist wie soll ich sagen, man hat die Möglichkeit, neue Positionen zu entdecken als Sammler oder überhaupt generell, weil man mit der Kunst noch nicht so viel am Hut hat, vielleicht dort hingeführt zu werden sozusagen. Ja. Für die Partner in den oberösterreichischen Galerien und Kunstvereinen stellte die Messe von Beginn an eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit dar. Sie ist Ausdruck eines positiven Kulturklimas und funktionierender kultureller Netzwerke in Oberösterreich. Für Besucher und Besucherinnen bietet sie eine hervorragende Gelegenheit, sich konzentriert über Gegenwartskunst mit Bezug zu Oberösterreich zu informieren. Ich habe eigentlich nur Liebkinder in der Galerie, weil ich alle unsere jungen Künstler einerseits persönlich irrsinnig gern mag und ihre Arbeiten. Und für mich ist das ein wesentlicher Teil der Zusammenarbeit, weil ich einfach voll hinter dem Werk stehen muss, um es auch vermitteln zu können. Und der kann es. Gibt's kein Liebkind. Mir gefällt heuer besonders der Max Holzapfel, der vielleicht in Linz nicht ganz so überall bekannt ist. Aber eigentlich der Hanghofer ist sehr interessant mit der Meierwiese am Böstlingberg. Ganz tolle Sachen, der nach seiner Postsack-Sache jetzt wieder neue Ideen entwickelt hat und gut drauf ist. Nein, es sind eigentlich alle ganz toll. 2004 wurde die Kunstmesse Linz erstmals unter das Motto Junge Kunst gestellt. Von den 3 Künstlerinnen und Künstlern, die eine Galerie bzw. ein Kunstverein maximal zeigen kann, war mindestens eine Position jünger als 40 Jahre alt. Nachdem dieser Schwerpunkt sehr erfolgreich angenommen wurde, wurde er 2007 fortgesetzt. Und wohin geht der Trend bei den jungen Künstlern? Der Trend geht eigentlich zum Gegenständlichen, zum Figurativen. Ein gewisser Wiedererkennungswert sozusagen. Ja. Der Schwerpunkt ist allgemein der Galerie auf junge Kunst. Junge Kunst heißt, Künstler wirklich von der Universität weg aussuchen, neue Positionen suchen der Malerei und da auf alle Fälle international zu arbeiten und auch internationalen Austausch. Das heißt, wir stellen auch Künstler aus Amerika, aus England, Deutschland aus und versuchen in dem Zusammenhang unsere Künstler in diese Länder zu bringen.